Guten Tag, willkommen zur Coffee Lecture. Heute zum Thema von der Literatur zum eigenen Text, wissenschaftliche Texte paraphrasieren und verknüpfen. Mein Name ist Verena Fingerling und ich komme von der Schreibberatung der Uni Gießen vom ZFBK. Ja, häufige Sorgen beim Schreiben sind ja so, zu nah am Originaltext zu sein, also nicht so richtig zu wissen, wie man sich von dem, was man eben so toll in einem Buch liest, lösen kann oder wie man das in einen eigenen Text umformulieren kann und die Neigung dazu, vielleicht die Passagen dann lieber so zu übernehmen, wie sie halt im Buch auch original stehen oder sich auf der anderen Seite irgendwie fragen, wie man, also die Sorge haben, sich zu sehr vom Originaltext zu entfernen, sodass man dann nicht mehr das wiedergibt, was da steht, sondern halt irgendwie was anderes oder nicht wissen, wo man mit dem Schreiben anfangen soll, gerade wenn man eben sehr viel Literatur gelesen hat, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie man das alles so jetzt überhaupt niederschreiben soll, sich fragen, hier ist es ein bisschen verrutscht, was konkret eigentlich eine Einleitung bedeutet oder wie man das erreichen kann, eine Eigenleistung zu erbringen. Oder auch, dass man halt viele Ideen hat und nicht weiß, wie man die zusammenführen kann. Oder auch den Überblick über bereits gelesene Texte verlieren. Das hatte ich ja gerade eben auch schon mal ein bisschen angedeutet. Und dafür hilft es dann eben, diese Komplexität zu reduzieren. Also von dieser, dass man etwas gelesen hat und dann gleich einen eigenen Text formulieren will, hinzu, ich unterteile das alles in mehrere Schritte und halte die auch schriftlich fest, sodass ich eben die Chance habe, das später nachzuvollziehen, auch beim Denken sozusagen eine Pause einzulegen und nochmal in Ruhe über etwas nachzudenken, ohne dass mir die Gedanken sozusagen durch die Finger rinnen und eben so die Work in Progress sozusagen zu dokumentieren, die Literaturarbeit zu verschriftlichen und zu reflektieren. Und dazu habe ich eben in meiner eigenen Arbeit so für mich ein Schema entwickelt, was ich gerne jetzt hier teilen möchte, damit vielleicht auch andere davon profitieren können. Und ich weiß nicht, wie viele hier mit qualitativen Methoden arbeiten. Also in der qualitativen Sozialforschung geht es ja ganz viel darum, eben mit Texten zu arbeiten und Texte zu analysieren. Und dabei geht es ja eigentlich jetzt um vielleicht Interviewtexte oder man hat eine Gruppendiskussion gemacht, aber genauso wie man eben die Methoden zur Textanalyse da benutzen kann, kann man sich ja auch in der analytischen, nämlich wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Texten diese Methoden zunutze machen. Und da arbeite ich eben angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Meyring, wobei das letztliche Schema dann eigentlich nicht mehr so viel mit Meyring zu tun hat, aber da kommt's her. Und bei Meyring ist es eben so, dass man in einem Text ein Originalzitat herausfiltert, was man besonders treffend findet. Auch das kann man eben in der eigenen Arbeit mit wissenschaftlichen Texten nutzen und kann dadurch eben diesem Phänomen entgegenwirken, dass man Angst hat, man verfremdet, also man entfernt sich total von dem Originaltext, weil man eben die Originalpassage trotzdem behält, also sie ist trotzdem notiert. Also gerade wenn man am Rechner arbeitet mit Copy-Paste, geht es ja ganz schnell. Dass man es danach eben paraphrasiert und oder generalisiert, bei Meyring sind es zwei Schritte, dass man nochmal in eigenen Worten wiedergibt, was da steht. Auch das ist ja schwierig beim Schreiben, oft irgendwie so dieses sich entfernen, aber dadurch, dass ich das Originalzitat die ganze Zeit behalte, kann ich auch jederzeit wieder rückverfolgen, was es nochmal hieß. Und dann kann ich eben mehrere Texte hier einfügen, die ich habe und kann danach diese verschiedenen Paraphrasen oder Generalisierungen, die ich gebildet habe, am Ende nochmal zu einem Thema, ich kann ja mehrere Tabellen haben zu den verschiedenen Themen, die in meiner Arbeit vorkommen, nochmal eine Zusammenfassung schreiben, zum Beispiel in Form einer Stichpunktliste und komme dann eben so hin zu meinem Fließtext. Also habe die verschiedenen Stadien und das Schöne daran ist, dass wenn ich dann in meinem Fließtext noch ein Zitat verwenden will, dann kann ich ja ganz leicht rückverfolgen, welches nochmal aussagekräftige Zitate dafür waren, die ich benutzen kann. Genau, und das war das, was ich eben schon mal gesagt habe. Also man kann dann eben verschiedene Tabellen bilden zu verschiedenen Themen, gerne auch den gleichen Text, wenn der eben zu verschiedenen Überthemen passt, auch in mehrere Tabellen einordnen. Und das kann dann schon die Grundlage sein für die verschiedenen Unterkapitel, die man dann in der Arbeit hat. Also Kapitel zum Beispiel 2.1, 2.2 oder 3.4 oder noch andere. Und auch beim Schreiben, das kann sich das natürlich dann immer noch mal verändern. Das muss ja nicht in Stein gemeißelt sein, aber es ist zumindest irgendwie schon mal so ein erster Anhaltspunkt, der einem hilft,
zu starten. Und auch gerade, ich weiß nicht, an welchen Punkten Sie in Ihren Arbeiten vielleicht gerade sind oder ihr gerade seid, das hilft dann manchmal auch, in der Schreibberatung empfehle ich oft das, was man schon gemacht hat, erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen und diese Texte erstmal in so ein Schema einzuordnen, bevor man dann weiterarbeitet. Und jetzt so die erweiterte Tabelle, die habe ich auch dabei und die liegt da auf den Tischen auch aus, die könnt ihr euch mitnehmen, ist dann eben auch angelehnt an Meiring, ich habe das hier mal so farblich eingefärbt, also hier, das wäre dann so diese Paraphrase-Generalisierung und diese Zusammenfassung kommt jetzt hier nicht unbedingt vor, aber man kann es halt immer ergänzen mit dem, was man halt braucht. Also man könnte eben hier so festhalten, wann habe ich den Text gelesen, damit ich dann nochmal das rückverfolgen kann und mir hier den Titel notieren und vielleicht eine kurze Info zum Beispiel, das ist der Text von Valösius und Philips und die haben Interviews geführt, damit ich das später noch weiß. Und dann, das ist hier ein wichtiger Abschnitt, eben so vor und während dem Lesen sich zu fragen, welche Antworten oder Perspektiven in Bezug auf meine Fragestellung erhoffe ich mir denn von dem Text und während und nach dem Lesen dann sich zu fragen, wo hilft der Text mir konkret weiter, das ist ein kleiner Fehler, wo hilft der Text mir konkret weiter und kann der Text mir das, was ich mir von dem Text gewünscht habe, auch wirklich geben. Und danach kann ich nämlich beantworten, in welcher Hinsicht hat mir der Text geholfen und kann das dann immer konkret aufschreiben. Also zur Stützung meiner Argumentation hat der Text mir geholfen, weil er hat mir das Argument und das Argument und das Argument geliefert. Der Text hat mir vielleicht als Gegenposition genützt, weil zum Beispiel in dem Text steht, man soll Medien eben nicht benutzen, um da Rückschlüsse über die Gesellschaft zu ziehen. Ich möchte aber gerne mit Medien Rückschlüsse auf die Gesellschaft ziehen, kann aber sagen, ja, andere sagen das und das, kann das dann zitieren und kann dann eben darauf eine Antwort finden. Oder eben auch, ich kann das auch einfach nur als positives Beispiel benutzen. Also ich merke beim Lesen, der Text hilft mir in meiner eigenen Arbeit eigentlich gar nicht unbedingt weiter, aber der ist halt toll geschrieben oder der hat eine tolle Argumentationsstruktur und allein dafür hilft mir der Text weiter. Oder er hat eine interessante theoretische Perspektive. Ich brauche für meine Arbeit eine theoretische Fundierung. In dem Text ist eine gute theoretische Fundierung gewählt, die kann ich für meine Arbeit auch verwenden. Und dann daran anschließend kann ich eben nochmal reflektieren, was noch offen geblieben ist, wo ich jetzt noch keine Antwort in den Text gefunden habe und wonach gezielt ich eben in meiner weiteren Literaturrecherche suche. Das heißt, welche Perspektiven fehlen mir für meine Arbeit noch? Man kann noch zusätzlich eben diese Spalte mit dem Originalzitat hinzufügen, falls es weiterhilft. Ich persönlich verwende das so nicht mehr, weil mir das zu aufwendig ist, aber da gibt es eben, also man kann das ja eben frei variieren oder auch gerne am Rand dann dahinter nochmal Zusammenfassungen als Stichpunktlisten formulieren. Am besten ja, genau so anpassen, eben wie es für euch hilfreich ist und ruhig auch denselben Text in mehrere Tabellen aufnehmen, wenn er eben für mehrere Perspektiven spannend ist. Und ich habe hier nochmal so eine Tabelle mitgebracht, wie sie ausgefüllt aussieht, damit man es vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Also ihr könnt gerne auch näher rankommen. Das heißt, man kann es eben in mehrere Themenkomplexe untergliedern und genau, also sich auch ruhig Texte eben mit reinnehmen, die man noch gar nicht gelesen hat, einfach nur, damit man halt weiß, dass man sie noch lesen will oder auch mit welchem Ziel man sie noch lesen will und kann sich eben auch spontan Sachen notieren. Zum Beispiel hier hatte ich mir notiert, da hatte ich den Text am 17. April gelesen und fand aber, dass wenn ich in meiner Analyse später weiter bin, wenn ich mich dann nämlich mit meinen Subjektpositionen auseinandersetze, das ist eben in meiner Forschung kommt es vor, dann möchte ich das dann nochmal lesen. Oder ich habe nochmal ausführlichere Memos zu dem Text geschrieben, weil ich eben gemerkt habe, das, was ich alles zu dem Text zu sagen habe, das kriege ich alles gar nicht in diese Tabelle rein, aber dann kann ich darauf verweisen, kann nochmal schreiben, ja, im Memo finde ich dann nochmal mehr dazu. Oder genau, ich schaue nochmal gerade, dass ich hier alles gesagt habe. Genau, kann natürlich auch auf andere Texte Bezug nehmen, die man auch gelesen hat. Ebenso diese ganzen Gedanken, die man beim Lesen eben hat, nicht nur im Kopf haben, sondern auch schriftlich festhalten. Der Vorteil daran ist, dass man Reflexionsprozesse auch später noch nachvollziehen und auch weiterverwenden kann. Also ich arbeite jetzt an meiner Doktorarbeit und ich konnte auch von meiner Masterarbeit noch Dinge weiterverwenden, eben weil ich das so notiert habe und auch was auch im Zuge von
Plagiatsvorwürfen immer wichtiger wird, ist, dass man diese Eigenleistung dokumentiert, also dass man wirklich festhalten kann, dass man das selbst erarbeitet hat. Ja, und diese Methode ist eben gut geeignet in Zusammenarbeit mit anderen Methoden, also zum Beispiel jetzt gerade, also ich arbeite hierfür immer mit OneNote, also dem Notizbuch von Microsoft Office. Man kann es auch mit Word machen, man kann diese Tabellen in Excel machen, man kann die Literatur, so wie ich, also jetzt hier mache ich mir zwar meine Notizen zu der Literatur, aber um die Literatur in den Text einzufügen, hilft mir Citavi oder EndNote oder MaxQDA, also viele Programme, ist einfach als ergänzende Möglichkeit gedacht. Genau, wenn ihr generell euch Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben wünscht, dann kommt in die Schreibberatung. Ich habe hier Flyer hingelegt, wir unterstützen in allen Phasen des Schreibprozesses, also auch wenn es noch keinen Text gibt, bis hin zur Abgabe, und kommt vorbei. If you cannot think well, you cannot write well, and if you cannot think well, others will do the thinking for you. Und in dem Sinne, seid herzlich eingeladen. Jeder kann schreiben und jeder hat auch Schreibprobleme. Schreiben kann und muss man aber auch lernen, und schreiben lernt man nur durch Schreiben. Und damit vielen Dank.